sagen, wo denn diese sicheren Regionen sind. Der Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen hat in einem Bericht an die deutschen Innenminister kürzlich festgestellt, es gibt keine sicheren Regionen in Afghanistan. Afghanistan ist ein Bürgerkriegsland. Afghanistan ist nicht sicher. Und wir sind in Kontakt zu einigen der Abgeschobenen der letzten Monate. Es gab jetzt 4 Abschiebeflüge bislang. Beim letzten waren 15 Afghanen auf dem Flugzeug, darunter 5 Afghanen aus Bayern. Viele von diesen Afghanen werden in Kabul einfach auf die Straße gesetzt, haben keine Möglichkeit, sich dort das Leben zu finanzieren, haben keine Möglichkeit, eine Wohnung, ein Zimmer zu finden, Arbeit zu finden. Viele sind schon weiter geflüchtet. Einige sitzen noch in Kabul, werden unterstützt von Ehrenamtlichen und Initiativen hier aus Bayern oder aus Deutschland, bekommen regelmäßig Geld, damit sie in Kabul überleben können. In mindestens einem Fall ist eine Freundin eines abgeschobenen Afghanen nachgereist nach Kabul. Sitzt jetzt in der gleichen Situation in Afghanistan dort, hat Angst, mit ihrem Freund auf die Straße zu gehen, möglicherweise Opfer eines Anschlags zu werden oder Repressalien, Bedrohungen, Erpressungen zu erleiden. Das ist in unseren Augen keine menschenwürdige Politik. Das ist eine Politik, die Flüchtlingsrechte mit Füßen tritt. Wir setzen uns ein gegen diese Politik. Wir unterstützen die Afghanen, die von Abschiebung bedroht sind. Genauso wie alle anderen Flüchtlinge, die von Abschiebung bedroht sind, mit Rat und Tat. Wir fordern die Ehrenamtlichen auf, die sich um Flüchtlinge kümmern, Leute, die von Abschiebung bedroht sind, aufzunehmen, sie zu schützen. Wir versuchen regelmäßig, den Termin des nächsten Abschiebefluges herauszukriegen und informieren alle Interessierten über diesen Termin, sodass an diesem Termin die Polizei, wenn sie afghanische Flüchtlinge abholen will, niemanden vorfindet. Wir möchten dazu ermuntern, diese Formen zivilen Widerstandes gegen Abschiebungen nach Afghanistan weiterzutragen, zu unterstützen, mitzumachen. Danke.